Eines Tages wirst du sterben. An allen anderen Tagen aber halt nicht. Wie man diese anderen Tage vielleicht noch sinnvoller nutzen kann, ein Backup zu machen und damit eine Vollmacht zu erteilen. Oder mit einer Patientenverfügung die Properties der eigenen Entität zu schützen, können wir nun im folgenden Talk von einem lernen, der noch analog aufgewachsen ist, Sozialpädagoge ist und Tischler gelernt hat. In den 80ern und 90ern war er Taxifahrer in Bielefeld und gehört nunmehr seit über 25 Jahren dem Chaos an. Hier in Hamburg ist er geschätzt für seine klare Haltung und seine klaren Worte. Alles in allem ein wunderbarer Cis-Buddy. Drum lauschet nun den vorausschauend weisen Worten unseres Jocke. Hallo. Ich werde eine Reise mit euch machen über die Frage, warum wir Menschen anders behandeln als Computer und was passiert, wenn man die Default Properties nicht ändert und was dann besser sein sollte. Und ich glaube, man kann, trotzdem das ein komisches Thema ist, sich über das Sterben auseinanderzusetzen oder die Unfähigkeit, die man manchmal hat, eine ganze Menge über sich selbst und über die anderen lernen. Und wenn wir das tauschen, können wir uns alle erweitern. Wir werden alle sterben. Das ist immanent verbunden damit, geboren zu werden, aufzuwachsen, jung zu sein, alles zu können und so weiter und so weiter. Naja, und Spaß wollen wir haben. Auch gut. Und was lernen natürlich. Beim Computer ist klar, irgendwann stellt man fest, ohne Backup ist Shit. Und außerdem hat man auf seinem Home seine eigenen Properties, muss nicht alles neu einstellen. Du überträgst das Home, alles gut, genauso wie ich möchte. Was ist mit Menschen? Gibt es ein Backup für Menschen? Nein, ich meine jetzt nicht Accelerando oder sonstige Sachen, dass du elektronisch gebackupt wirst, sondern es gibt ein analoges Backup. Warum müssen wir uns darüber überhaupt kümmern? Murphy's Law. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Das macht eigentlich nichts, weil wir lernen ja immer wieder damit umzugehen, wenn was schief geht. Nun kann man das wieder umkehren. Iprom's Law. Everything that can work, will work. Manchmal funktionieren Sachen, die eigentlich gar nicht funktionieren sollten. Und dann verlassen wir uns drauf, dass es funktioniert, obwohl sie eigentlich und so weiter und so weiter. Dann passieren Dinge, die das sprengen. Tja, Sachen, für die wir keine Konzepte haben. Sachen, die uns bisher noch nicht begegnet sind. Und ich muss gar nicht weit suchen, um, wenn ich mich darüber auseinandersetzen will, was geschieht, wenn ein Hacker in Probleme gerät. Ein Unfall zum Beispiel. Eine Krankheit. Eine Kombination daraus. Eine Krise. Frau Holland war 49 Jahre alt, glaube ich, als er einen Schlaganfall hatte und kurz darauf starb. Ich habe damals die Verzweiflung und Ratlosigkeit mitgekriegt, die darum herrschte, weil es natürlich keine Vollmacht gab. Computer, Backup, Properties. Mensch. Das Default ist Betreuung. Und zwar für beides. Dann müssen wir uns das mal angucken. Was ist denn der Default?
Betreuung. Was heißt denn das? Ist das der Typ, der mir einen Kaffee bringt? Nee, die rechtliche Betreuung ist eine andere als eine soziale Betreuung. Oder der Pfleger im Heim oder die Krankenschwester oder sonst irgendwas. Es gibt eine Betreuungsbehörde. Die kannte ich auch nicht, bevor ich angefangen habe, Betreuer zu sein. Und die ermittelt und macht dem Betreuungsgericht Mitteilung. Und das Betreuungsgericht bestellt und kontrolliert den Betreuer, legt den Aufgabenkreis fest, setzt einen Überprüfungszeitraum und hebt die Betreuung auf. Die Probleme dabei: Pauschalierung. Betreuer sind in der Regel selbstständig oder Vereinsbetreuer, Angestellte. Die Betreuungsvereine werden öffentlich gefördert, sind aber auch immer sehr knapp. Und die Betreuer haben einfach wenig Zeit. Gerade bei Sachen, bei denen man sich intensiv mit einem Menschen auseinandersetzen muss, ist es nicht möglich, grundsätzliche Entscheidungen in einer Viertelstunde herbeizuführen. Und das macht es dann wieder sehr, sehr stressig für beide Teile. Es gibt keine persönliche Beziehung. Denn ich kann zum Beispiel anders als in Österreich meinen Betreuer nicht aussuchen. Außerdem existiert der Beruf nicht, jedenfalls nicht in Deutschland. Das hat einen Haufen Implikationen. Berufsbetreuer, also man wird vom Gericht qua Beschluss berufsmäßig bestellt. Den Beruf gibt es aber nicht. Das bringt mit sich, dass die zum Beispiel, dass der Berufsbetreuer im Katalog des 218 StBG fehlt, also im Strafgesetzbuch. Das ist der Schweigepflichtparagraf. Und da gibt es Katalogberufe. Und wer im Katalogberuf ist, wie zum Beispiel ein Journalist, ein Rechtsanwalt, ein Sozialpädagoge, der hat eine strafbewehrte Schweigepflicht. Selbst wenn ein Sozialpädagoge, so wie ich, habe das 10 Jahre gemacht, als Berufsbetreuer bestellt ist, hat er keine Schweigepflicht. Das bedeutet, in einem Strafverfahren kann der Betreuer gezwungen werden, gegen seinen Mandanten auszusagen. Das muss er auch. Er hat kein Aussageverweigerungsrecht. Und es hat natürlich große Implikationen für den Datenschutz. Außerdem sehen die Juristen, die das Ganze federführend tragen, das so, dass die 3 Millionen Menschen, die in Deutschland betreut werden, rechtlich, unter Betreuung stehen. Das halte ich für eine Katastrophe. Deswegen, weil die Menschen sowieso nie gefragt werden, um die es geht. Das ist das eine. Und das andere ist, die Betreuung über den Menschen zu stellen, halte ich für unerträglich. Das ist einer der Gründe, warum ich aufgehört habe. Da gibt es einen Haufen Informationen zu, kann man alles nachlesen. Ist nicht so erquicklich, muss ich zugeben. Die Alternative beim Menschen zum Default ist die Vollmacht. Und die Alternative zu den Properties ist die Patientenverfügung. Fangen wir mit der Vollmacht an. Gibt es natürlich in Österreich, der Schweiz und Deutschland verschiedene Rechtsgrundlagen. In Österreich ist es das Erwachsenenvertretungsrecht, ich glaube seit 2008. Früher hieß der Erwachsenenvertreter Sachwalter und machte dasselbe, was in Deutschland ein Betreuer machte, ein rechtlicher. In der Schweiz heißt er, glaube ich, auch Erwachsenenvertreter und in Deutsch heißt er, wie gesagt, Betreuer. Die Vorsorgevollmacht heißt in der Schweiz Vorsorgeauftragter. Da gibt es ein bisschen sprachliche und rechtliche Unterschiede.
Da möchte ich jetzt aber im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Ich gehe grundsätzlich von der deutschen Situation aus. Eine Vollmacht kann man nach BGB erstellen, dem bürgerlichen Gesetzbuch, und zwar ein oder mehrere Menschen bevollmächtigen. Die haben den Vorteil, dass sie bekannte Wesen sind. Die kennen mich. Die brauchen nicht zu überlegen, ob ich so oder so drauf bin. Die brauchen sich nur zu erinnern. Das Ganze muss man schriftlich machen. Und eine Registrierung ist möglich, aber nicht zwingend vorgeschrieben. In der Schweiz, glaube ich, kann man überhaupt nur eine notarielle Vollmacht erteilen, gültig. Das ist in Deutschland nicht notwendig. In diesem Zusammenhang ist es übrigens wichtig, dass ich hier keine Rechtsberatung mache, sondern lediglich ein Kundiger diskutiert die Zusammenhänge, weil sonst würde ich mich strafbar machen. Die Registrierung einer existierenden Vorsorgevollmacht kann man erreichen beim zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. Kostet ungefähr 13 Euro, also ist nicht die Welt. Oder bei der örtlichen Betreuungsbehörde, die gibt es in jeder Kommune, kostet es da ungefähr 10 Euro. Dann haben es gleich die Leute, die das in die Finger kriegen müssten, in dem Moment, wo es nötig würde. Das Interessante ist, normalerweise gibt es ja Q&A hinterher. Wir machen das jetzt mal umgekehrt. Ich gebe euch ein paar Fragen. Und wenn ihr die beantworten könnt, dann seid ihr schon einen Riesenschritt weiter. Wem traust du? Wem würdest du dich ausliefern, wenn es dir nicht gut geht? Wer kennt dich? Wer hat die Nerven, wenn es eng wird? Sind mehrere sinnvoll oder geraten die in Streit? Das sind ganz viele Sachen, die vollkommen individuell sind. Und da sehe ich den Vorteil der Vollmacht. Wenn ich den Default Betreuung, Gericht, fremde Leute nehme, dann habe ich zwar möglicherweise Konflikte in meinem Umfeld vermieden, aber die Konflikte wären ja lösbar. Und im besten Fall einigen sich die Leute. Diskutiert das. Diskutiert das miteinander. Redet drüber. Es ist eigentlich eine Sache, über die sich jeder alleine auseinandersetzt. Und erst dann, auch wenn es eng wird. Redet miteinander. Beraten werden kann man durch Rechtsanwälte und Notare, was das angeht. Man kann sich aber auch selbst kundig machen. Die örtlichen Betreuungsvereine dürfen einen beraten. Und es geht auf einem Bierdeckel. Name, Anschrift. Hiermit bevollmächtige ich für den Fall meiner Handlungsunfähigkeit Name, Anschrift, Geburtsdatum zur Wahrnehmung all meiner Interessen. Ort, Datum, Unterschrift. Fertig ist die Vorsorgevollmacht. Da kann man natürlich viel mehr reinschreiben. Das kann man einschränken. Das kann man erweitern und so weiter. Gehe ich jetzt erstmal gar nicht drauf ein. Wenn es eine Vollmacht gibt, wird keine Betreuung mehr eingerichtet. Und das ist der Punkt. Was dazu kommt, man braucht eine Patientenverfügung für den Fall, dass man eben seine Properties in einem Zusammenhang haben will, der individuell ist und nicht behandelt wird nach Schema F. Dazu muss man volljährig sein. Einwilligungsfähig, das bedeutet, man muss das schriftlich machen. Man kann sich zu allem Möglichen äußern. Untersuchungen, welche man will, welche man nicht will.
Heilbehandlungen, welche man will, welche man nicht will. Ärztliche Eingriffe, welche man will, welche man nicht will. Das heißt, man kann das für den Zeitpunkt, wo man selbst nicht mehr zu entscheiden in der Lage ist, sagen, ich möchte nicht künstlich ernährt werden, ich möchte nicht künstlich am Leben erhalten werden, wenn ich mich gar nicht mehr äußern kann, oder. Und das Wichtige daran ist, dass es sich um Leitlinien für die Ärzte handelt, wie sie ihre Behandlung zu machen sollen und was sie für Behandlungen eben vermeiden sollen. Also Beispiel, ich habe zum Beispiel in meiner Patientenverfügung festgelegt, dass bei mir keine ganzen Gliedmaßen amputiert werden dürfen. Das hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun und ich erkläre das dann auch. Das ist was sehr Individuelles und dieses sehr Individuelle muss man irgendwie in den Rahmen, den das Gesetz vorschreibt, reinbringen. Ich gebe jetzt mal kurz einen kurzen Eindruck, die 1901a BGB, wo es um die Patientenverfügung geht. Nein, ich lese das jetzt nicht vor. In diesem Paragraphen kommt ein Bevollmächtigter überhaupt nicht vor, sondern nur ein Betreuer. Das gilt allerdings auch für den Bevollmächtigten. Und was mir vollkommen unklar ist, ist der letzte Satz. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Von wem? Also von dem Bevollmächtigten oder dem Betreuer auch? Oder nur von dem, also ne, man weiß es nicht. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass man selbst seine Wünsche, seine Grenzen abgesteckt hat, so dass die das nachvollziehen können. Weil in dem Moment, wo ich da liege im Koma, muss sich der Arzt und der Bevollmächtigte auseinandersetzen. Und wenn die sich einig sind, dann gibt es keine Frage ans Gericht. Wenn die sich nicht einig sind, muss das Betreuungsgericht entscheiden, das eben dann in dem Moment auch im Vollmachtszusammenhang zuständig ist. Also wird die Geräte abgeschaltet? Ja, nein. Es gibt Online-Angebote, die halte ich für, also das Bundesgesundheitsministerium verweist an das Bundesjustizministerium. Die Verbraucherzentrale hat sowas. Die Bundesärztekammer hat ganz viele Verweise. Die Sozialverbände bieten sowas an. Und letztendlich ist es alles so Schema F. Sind alles Textbausteine, die aber miteinander nicht harmonieren wollen. Die strukturiert sind, aber eben nicht individuell. Das macht es für mich sehr schwierig, mit diesen Vorgaben umzugehen und das Richtige anzuklicken, weil ich habe doch da oben das angeklickt. Wieso muss ich jetzt das anklicken? Kann ich gar nicht. Aber und so, ich finde es schwierig. Wie gesagt, das sind Leitlinien für Behandler. Persönliche Erfahrungen darin sind wichtig. Das heißt, dass wenn ich einbringe, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, warum ich nicht künstlich ernährt werden will oder warum ich, also vielleicht künstlich ernährt, aber nicht mit einer Magensonde. Da muss ich erstmal wissen, was eine Magensonde ist. Und so weiter. Also man muss sich darüber auseinandersetzen. Auch dabei kann man ganz furchtbar viel lernen. Entscheidende Frage ist, was will ich? Und wie drücke ich das so aus, dass die anderen das auch wirklich verstehen können? Auch das kann man in der Diskussion vertiefen, erkennen, sich gegenseitig Verständnisschwierigkeiten vermitteln und mehr Klarheit schaffen. Also die Frage ist, was lehne ich ab? Also zwischen diesen beiden Polen ist der Raum, der begehbar ist. Das heißt, was will ich, was lehne ich ab? Was sind meine Kriterien? So, ne? Wenn ich religiös bin, wenn ich irgendeine Weltanschauung habe, wenn ich
Atheist bin, was auch immer, dann muss ich meine Kriterien darstellen. Dann hilft das den Menschen, die in dem Moment vielleicht nicht mit mir reden können, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Darum geht es. Wir müssen lernen, Dinge erfahren, verstehen. Und das geht um alle diese Dinge, die uns den ganzen Tag umgeben. Manche überfallen uns regelrecht. Lernen es auch, sich erinnern. Wir vergessen manchmal Sachen, die wir die ganze Zeit wussten, weil sie uns so normal erscheinen, weil sie immer da sind. Und deswegen nehmen wir sie als gegeben. Sind sie aber nicht. Wir müssen differenziert wahrnehmen. Das heißt, wenn ich aus etwas lerne, dann ist das für meinen Nebenmenschen vielleicht ein ganz anderer Lernprozess, weil er aus einem anderen Space kommt, weil er eine andere Geschichte hat. Auch damit können wir uns gegenseitig ergänzen. Es gibt Alternativen. Man muss nicht alle Dinge dazu benutzen, für die sie gedacht sind. Und ich denke, auch ein Stück weit macht uns das aus, dass wir Alternativen finden. Irgendwas, was noch nicht verboten ist. Es geht um unsanktionierte Freiräume. Und die können wir uns in der Zukunft schaffen, indem wir eben nicht auf den Default zurückgeworfen werden. Was wir erreichen können, sind gute Wege in die Zukunft. Müssen wir finden. Und die sind individuell. Ich fasse das mal zusammen. Shit happens. Ist so. Die Frage ist nicht, wie, ob das so ist, sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen. Be prepared. Man kann ganz wunderbare Sachen machen, wenn man den Augenblick antizipiert, der irgendwann kommen könnte. Also ich schnall mich ja nicht an, weil ich plane, einen Unfall zu haben. Beim Fußball gibt es immer wieder Freistoßtore, obwohl der Torwart im Tor steht. Deswegen lassen wir den ja nicht weg. Man fährt mit dem Reservereifen los. Nicht, weil man plant, einen Platten zu haben. Das meine ich. Es geht nicht darum, jetzt in völliger Angst vor irgendetwas zu handeln, sondern in dem Bewusstsein, dass das eintreten kann. Und das Schöne dabei ist, wir brauchen das nicht alleine zu tun. Wir leben alle in Communities, in denen man sich auseinandersetzen kann, in denen Erfahrungen existieren, in denen Leute existieren, die sich gerne mit einem hinsetzen und Sachen durchkaspern. Lass uns voneinander lernen. Wissen austauschen. Das können wir doch sowieso ganz gut machen. Machen. Dankeschön. Lieber Jockel, ich weiß, dass ich auf Sendung bin. Ich muss nur gerade meine Gedanken noch sortieren. Der Tiefgang deines Vortrags, was du gesagt hast und wie du es gesagt hast, ist schwer beeindruckend. Das sehe ich zunächst im Chat, im Pad, wie viele wirklich schwergewichtige Fragen in der letzten halben Stunde hier eingetrudelt sind.
Und ich freue mich darauf, all den Beteiligten dir diese Fragen jetzt stellen zu dürfen, um dieses Thema in der Kürze der Zeit, die wir jetzt hier noch haben, vertiefen zu können. Eine der ersten Fragen, etwas noch auf der organisatorischen Ebene, lautet, was ist denn nun eigentlich eine Betreuung? Also eine Betreuung wird in dem Moment eingerichtet, wenn jemand seine Rechte nicht mehr selbst wahrnehmen kann. Das heißt, wenn du als Individuum, ganz schlichtes Beispiel, du rennst vor einen Bus und liegst im Koma, dann muss rein medizinisch, früher oder später, du überlebst das Ganze, musst du extubiert werden. Also der Luftschlauch aus deiner Lunge muss wieder raus. Dazu wird eine Tracheotomie erforderlich, nämlich ein Luftröhrenschnitt, der wird hier gemacht und da kommt ein kleines Röhrchen rein, sodass du Spontanatmung üben kannst, weil die Zwangsbeatmung dann langsam abgesetzt wird. Dieser Schnitt ist aber medizinisch nicht notwendig. Der ist nicht lebensrettend oder so, sondern es ist eine Körperverletzung. Jede Operation ist eine Körperverletzung. Und es ist eine genehmigte Körperverletzung, wenn du unterschrieben hast, dass du jetzt am Knie operiert werden möchtest oder den Zahn gezogen kriegen möchtest oder sonst irgendwas. So, dann ist es eine genehmigte Körperverletzung. Die Körperverletzung der Tracheotomie kannst du aber nicht genehmigen, weil du gerade im Koma liegst und weder sprechen noch irgendwas unterschreiben kannst. Also muss jemand anders das tun. Das ist der Betreuer. Und das ist in dem Moment, wo das notwendig wird, geht das Krankenhaus hin und stellt einen Eilantrag auf Betreuung, wenn es keine Vorsorgevollmacht gibt, einen Eilantrag auf Betreuung, damit sofort ein Betreuer losgejagt wird, der denen eine Unterschrift gibt, damit sie legal deine Tracheotomie durchführen können. Danke dir. So. Vielleicht passt da die nächste Frage auch noch ergänzend hinzu. Was ist eigentlich gesetzlich vereinbar? Wie ist das gesetzlich vereinbar, dass der Betreuer oder die betreuende Person nicht unter die Schweigepflicht fällt? Das verstehe ich auch nicht. Ich kann das nur referieren, dass das so ist. Es ist sogar noch extremer. Also bei mir als Sozialpädagoge, wenn ich als Sozialpädagoge arbeite, sagen wir in einer Kindereinrichtung oder einer Behinderteneinrichtung oder sowas, dann darf ich nicht über den Schnupfen von dem Schulkind reden, weil das sind ja Gesundheitsdaten und all dies, dass ich im Teilzeitjob, sagen wir mal, 20 Stunden die Woche in der Kita betreue, aber ich darf irgendwie in epischer Breite über die Schwierigkeiten meiner Mandanten als Betreuer reden, weil da gibt es keine gesetzliche Schweigepflicht. Die gibt es einfach nicht, weil es den Betreuer als Beruf nicht gibt und weil er als Beruf eben nicht als Katalogberuf in der Schweigepflicht erfasst ist. Danke dir. Der nächste Passus, ich lese erstmal vor. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Vollmacht, die zwar nicht auf einen Bierdeckel, aber doch nicht ganz formvollendet war, bei vielen Stellen zunächst doch nicht anerkannt worden ist, ausgerechnet dann, wenn sofortige Entscheidungen zu treffen waren. Kannst du bestimmte Vorlagen, die leichter anerkannt werden als besagter Bierdeckel oder selbstformulierte, besonders empfehlen? Also auch da trifft natürlich wieder zu dieses Individuelle. Ne? Wenn ich sage, ich möchte, dass meine Vollmacht so aussieht, wie ich möchte, dass meine aussieht. Meine Vollmacht zum Beispiel hat genau eine Seite, ist sehr viel umfangreicher als der Bierdeckel, aber sie hat genau eine Seite, 12 Punkte und anderthalb zeilig und so, also das ist überschaubar. Und ich will, dass das so aussieht. Jemand anders möchte das unbedingt auf dem Bierdeckel haben und wenn er mit diesem Bierdeckel zur Betreuungsstelle oder zum Notar geht und sich das bestätigen lässt, dann ist das eine registrierte Vorsorgevollmacht. Und wenn das eine registrierte Vorsorgevollmacht ist, dann muss man gar nicht zaudern und zagen, sondern dann muss man einfach dem teuersten und besten verfügbaren Rechtsanwalt Bescheid sagen. Der freut sich ein Loch im Bauch. Es gibt höchstrichterliche Urteile auch für Banken und so weiter. Die haben eine solche Vollmacht zu akzeptieren.
Und dann beantragt man eine einstweilige Anordnung, fertig. Das heißt, egal wie die aussieht, auf welchem Zettel auch immer sie ist natürlich sehr individuell, aber mit dem Siegel eines Notars ist die dann schon zwingend. Ja, oder mit dem Siegel der Betreuungsbehörde. Letztendlich ist es so, es muss drinstehen, wer die Vollmacht erteilt, wem sie erteilt wird, an welchem Ort und an welchem Datum. Und sie muss original unterschrieben sein. Danke. Das sind die ganzen Punkte. Und das geht, wie gesagt, auf den Bierdeckel. Das passt direkt zur nächsten Frage. Und ich danke unserem Signal Angel an dieser Stelle mal ganz herzlich dafür, dass er die Fragen da gleich richtig einsortiert. Und übrigens, viele, die hier aktiv mitgemacht haben, haben entweder im näheren oder im weiteren Umfeld jetzt gerade genau diese Problematik. Ich mache mal weiter. Verfügungen, darüber haben wir gerade gesprochen, sind sehr individuell und persönlich, das ist klar. Weiter vorne hattest du die Frage nach den allgemein anerkannten Vordrücken für bessere Durchsetzbarkeit. Ein Dilemma. Bei Recherche stößt man allerdings immer wieder auf die Empfehlung, Vordrucke vom Bundesjustizministerium und Stiftung Warentest. Kennst du die und was hältst du von denen? Ich kann für mich persönlich halte ich da ganz wenig von, weil ich gerne meine Entscheidungen möglichst bewusst treffe und das bedeutet zum Beispiel bei einer Vorsorgevollmacht, dass ich über jeden Satz sehr genau und mit möglichst viel Kunde nachgedacht habe. Es gibt so strukturierte Vorgaben, denen man sich unterwerfen kann. Und da sind wir wieder bei Unterwerfung und ich mag mich nicht unterwerfen. Das mag ich nicht, wenn es mir gut geht und das möchte ich überhaupt nicht, wenn es mir schlecht geht, weil da bin ich schon unterworfen. Irgendeiner Krankheit oder was auch immer. Ich möchte lieber das machen, was mir als Individuum entspricht. Das ist aber, wie gesagt, meine ganz persönliche Ansicht. Und jeder Mensch, der eine andere Ansicht hat und eine andere Entscheidung trifft, das ist völlig in Ordnung. Nur, ich sage immer, du musst ja selbst in den Spiegel gucken können und sagen, ich unterschreibe das und dich dann noch leiden mögen beim Rasieren oder so ähnlich. Danke dir dafür. Vielleicht mal zwischendurch eine etwas leichtere organisatorische Frage. Müssen diese Vollmachten oder Patientenverfügungen mit der Zeit, also zum Beispiel jährlich, erneuert werden? Nein, das müssen sie nicht, weil wenn sich in 5 Jahren deine Ansicht zu terminaler Krebsbehandlung oder sonst irgendwas nicht ändert, dann brauchst du ja keine neue. Was ich aber grundsätzlich mache, und ich habe das ja nur auch selbst schon erlebt, ich hatte meinen Schlaganfall mit 47 und hatte sehr viel mehr Glück als Wow. Bin nach 4 Tagen Koma wach geworden, rechts gelähmt, stumm, fast blind, ohne jede Erinnerung. Ich war komplett gelöscht. Da war ich saufroh, dass ich 2 Bevollmächtigte habe, die meine Freunde sind. Die haben mir den Arsch gerettet. Es gibt halt meine Patientenverfügung. Jedes Mal, wenn ich ins Krankenhaus gehe, ich weiß mittlerweile, weil man wird ja ab und zu mal operiert, so defaultmäßig. Und jedes Mal, wenn ich ins Krankenhaus gehe, nehme ich meine aktuelle Patientenverfügung mit, die vielleicht ein bisschen modifiziert ist oder auch nicht. Aber ich nehme eine aktuelle Patientenverfügung mit und lasse die von dem Pflegepersonal als Zeugen unterschreiben. Dann weiß ich und stelle auch sicher, dass sie eine Kopie haben. Weil die brauchen die ja. Die müssen ja Dinge tun nach meinen Vorgaben, selbst wenn ich das nicht mehr anleiern kann. Und wenn die aber auch selbst als Zeugen unterschreiben, dann ist ja auch klar, dass sie Kenntnis davon haben. Natürlich. Und selbst wenn du sie rein rechtlich nicht jedes Jahr erneuern musst, wäre es ja vielleicht eine Idee, dass du sie für dich
in bestimmten zeitlichen Abständen erneuerst, indem du dir das einfach nochmal durchliest, ob das noch gilt. Ist. Ja, natürlich. Und was habe ich da für letztes Jahr für dummes Zeug geschrieben oder so? Ja? Oder dann mag ich die Formulierung nicht mehr oder die Rechtschreibung oder der Absatz muss anders. Oder ja, das ist. Aber auch da wieder, du beschäftigst dich dann sozusagen damit und nimmst selber dein Herz in die Hand, stellst dich dem Thema, wirst dich darüber bewusst und wiederholst es für dich. Das ist ja dann für dich, das, was du willst. Genau. Wobei, das ist nur eine scheinbar blöde Frage. Woher weiß ich denn eigentlich, was ich will? Kann ich das mit mir alleine nur ausmachen? Oder kann ich das mit anderen? Muss ich das mit anderen? Oder? Also das Einzige, was ich muss, ist sterben. Ne? Also alles andere muss ich nicht. Der Punkt ist, wenn ich mich damit wohlfühle, dann ist das soweit in Ordnung. Ich kann aber mein eigenes Wohlfühlen darüber überprüfen, dass ich es mir spiegeln lasse. Das heißt, wenn ich mit dem Menschen, den ich bevollmächtigt habe, einfach mal rede, sag mal, wie geht's dir? Ist das alles so, wie wir das kennen und so weiter, oder, ne? Ja. Wärst du im Moment gar nicht in der Lage, wenn's mir scheiße ginge, weil's dir scheiße geht, oder? Also es gibt ja, man muss ja immer updaten, man muss ja immer gucken irgendwie, dass das synchron läuft. Und wenn ich in dem Status von vor 2 Jahren bin, dann habe ich lange nicht synchronisiert, dann sollte ich das ab und zu mal machen. Das ist genauso wie mit der Patientenverfügung. Das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist. Im Gegenteil. Und auch in der Interaktion mit derjenigen Person, der du ja dann später, wenn du selber nicht kannst, vertraust, die sozusagen in dem, du sagst es so schön, in dem Spiegeln, in der Interaktion mitzunehmen, um ja gemeinsame Lösungen zu finden auch. Mhm. Ja. Und das ist ja was, was gar nicht auf meinem Mist alleine wachsen kann. Das heißt, das ist ja Ergebnis von Auseinandersetzung, von Prozess. Es ist ja ein permanenter Prozess. Genauso wie eine Persönlichkeit einfach nicht so ist, wie sie ist, sondern so wird, wie sie ist. Und zwar immer. Was passiert eigentlich, wenn der Bevollmächtigte selbst ausfällt? Wieder zurück zu Default oder wird das? Das ist dann. Nee, eine Vollmacht ist nicht vererbbar, soweit ich weiß. Wenn der Bevollmächtigte selbst nicht kann, dann wäre dann zum Beispiel der interessante Punkt hinzugehen und zu sagen, ersatzweise der. Oder in der Vollmacht kann man, in die Vollmacht kann man auch reinschreiben, ich möchte Hans Acker als Bevollmächtigten und wenn das aus irgendwelchen Gründen notwendig wird, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist, zum Beispiel bei Immobiliengeschäften oder sonst irgendwas, die darf nur ein Betreuer machen. So Grundbucheintragungsgeschichten und solche Geschichten, da gibt es bestimmte Vorschriften. Nötigenfalls soll er als Betreuer bestellt werden. Das kann man in die Vollmacht reinschreiben. Das ist dann der Fallback in dem Moment, wo das nicht mehr greift. Also da muss man sich einfach mit auseinandersetzen und gucken, wie baue ich das sicher zusammen? Und wie gesagt, es gibt jede Menge Informationen dazu. Es gibt Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Es gibt Möglichkeiten, sich darüber kollektiv auseinanderzusetzen. Und das halte ich für das Schlauste. Danke. Das hätte dann auch die Frage schon geklärt, kann der Bevollmächtigte meines Bevollmächtigten auch entscheiden? Danke, hast du ja gerade so deutlich gemacht. Wie viel bringt es mir, zu benachrichtigen auf dem Organspendeausweis beziehungsweise die Notfallkontakte im Handy zu haben, oder muss ich das anders regeln? Das hat ja erstmal nicht viel zu tun mit der Vollmacht. Ja, weil wenn ich auf dem Handy erreichbar habe, ohne PIN oder sonst irgendwas, meine Notfallkontakte,
dann mache ich die ja praktisch öffentlich. Das heißt, derjenige, der mich da einsammelt in dem zerquetschten Auto oder sonst wie, der mein Handy in die Finger kriegt, der wendet sich an meine Mutter, meine Schwester, meinen Freund, wen auch immer. Das kann ich aber, dazu kann ich ihn aber nicht verpflichten. Ja, der kann auch sagen, ich habe keine Zeit zu telefonieren jetzt, ich muss einen Krankenwagen rufen oder so. Eine Vollmacht ist das Abgeben der Macht in dem Moment, wo ich selbst nicht entscheiden kann. Und dann hat der andere die Macht. Das heißt, es sind zwei verschiedene Sachen. Oder Organspende. Ein Organspendeausweis ist eine Sache, eine Patientenverfügung ist eine andere Sache. Das heißt, der Organspendeausweis hat keinen Einfluss auf die Patientenverfügung. Und wenn die sich widersprechen, gilt die Patientenverfügung. Glaube ich. Ich kann diesen billigen Scherzchen jetzt widerstehen, dass wir ja gar keine Zeit mehr haben. Aber die Zeit läuft. Was du noch nicht siehst, ist, wie dieses Pad der Fragen vollläuft. Und deswegen jetzt schon, wir haben noch einen Augenblick, der Hinweis darauf, dass wir dieses Thema auf jeden Fall im Breakout-Room fortsetzen werden. Ihr findet den Link dahin unter dem Tab Info. Und wenn wir jetzt hier gleich die Bühne räumen müssen, weil der nächste Talk drängt natürlich, werden wir auf jeden Fall im Breakout-Room weitermachen. Aber eine Frage haben wir vielleicht noch. Was mache ich denn, wenn die Person, der ich vertrauen möchte, über das Thema Sterben und Co. nicht sprechen will? Was wäre deine Empfehlung? Sprich mit jemand anders. Ich meine, es hat ja keinen Sinn. Es hat ja keinen Sinn, wenn sich jemand für das Thema nicht interessiert. Wenn er das von sich weiß, weil ihm das, weil letztes Jahr sein Vater gestorben ist oder weil, ich weiß doch gar nicht. Es kann tausend legitime Gründe geben, sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen. Und das Wichtigste, da habe ich immer so ein bisschen Timothy Leary im Hinterkopf, du sollst nicht das Bewusstsein deines Nächsten beeinflussen. So, das muss man akzeptieren, wenn jemand das nicht möchte, dann möchte er das nicht. Und dann scheidet er aber für mich aus dem Pool von Menschen, bei denen ich ein Interesse dran hätte, dass sie mich vertreten würden, wenn ich mich selbst nicht vertreten könnte. Hast dann dieser Person aber auch gleichzeitig eine Gelegenheit gegeben, selbst über diese Thematik einmal nachzudenken, um vielleicht in Situation sich einmal gedanklich umzuschauen, dass es die Person ja irgendwann einmal selber treffen wird, um daran auch zu reifen. Jetzt nicht für dich oder nicht für die Person, sondern dann wenigstens einmal im Thema gewesen zu sein für später einmal selbst. Ja, ich meine, ich bin Sozialpädagoge. Das kann man überwinden. Und ich versuche immer zu verstehen. Manchmal will ich nicht verstehen. Aber das ist auch in Ordnung. Nur wenn jemand sich einer Geschichte nicht stellen will, dann ist es noch nicht Zeit für ihn. Die Frage ist, kann ich Brücken bauen? Kann ich den Weg ebnen für den Menschen? Dann hab ich ihm was zu geben. Vielleicht gibt er mir was zurück mit Offenheit, mit der Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, mit der Erklärung, warum er das im Moment nicht kann oder sowas. Ja? Nur dann muss man eben kleinere Schritte machen. Es geht ja auch nicht jetzt um Entscheidungen, ich werde morgen operiert am offenen Herzen und ich muss jetzt sofort einen Bevollmächtigten finden. Sondern die Entscheidung sollte man viel, viel früher treffen. Mit kleinen Schritten. Und ja. Danke für diese kongeniale Überleitung auch mit dem Brückenbauen. Denn ich fürchte, wir werden jetzt hier stoppen müssen mit den Fragen und Antworten. Aber wenn ich sehe, wie viele Fragen noch in diesem Pad sind, verspreche ich uns allen, wir werden uns gleich wiedersehen im Breakout Room Question and Answer. Ich mache jetzt hier noch notgedrungen die Abmoderation und lade
alle Wesen, die sich hier so in diesem tiefen Thema beteiligen, ein in den Breakout-Room überzusehen. Danke an dieser Stelle bis hierher. Wir sehen uns gleich wieder.